Ja, Leute, da bin ich nochmal. Ich möchte das auf jeden Fall hier fertig bringen. Also das mit der Quietschi, das war gerade ein bisschen strange, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich werde dich gleich entfernen, wenn die uns nochmal entgegenkommen sollte. Weil das geht ja gar nicht. Also das war ja wohl irgendwie ein Fehler vom Spiel. Kann ja wohl nicht sein. Also weiß ich nicht. Wir hatten kein Rot. Wir hatten Rot in 2 Kilometern. Und da kommt uns auf einmal eine Quietschi entgegen. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen komisch persönlich. Naja, was soll man machen? Ne? Man kann ja gar nichts erwarten. Es ist halt komisch. Naja, was. Es ist halt komisch. Es ist halt komisch. So. Das werden wir gleich auf jeden Fall noch mal irgendwie, hoffe ich, ändern. So. Riecht es jetzt gar nicht mehr, komischerweise? Nö, dann können wir die Scheinwischer auch ausmachen. Dann können wir es auch ausmachen. Das ist doch noch viel schöner. So, dann müssen wir trotzdem mal eben die Lichter ausmachen. Bringt ja nichts. So. So. Das war ja gerade ein bisschen kurios, oder? Hattet ihr das schon mal, dass euch, obwohl ihr kein rotes Signal hattet, ein Zug entgegen kam? Es ist doch normalerweise bei TSW ausgeschlossen, oder wie ist das so? Also das war schon echt ein bisschen strange, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich so noch in der Form noch nicht erlebt. Aber ja, in diesem Spiel ist wirklich alles möglich. Das habe ich auf jeden Fall jetzt kennengelernt. So, folgendes. Wir gucken jetzt mal hier, ob da irgendwie Zug uns entgegenkommt. Sieht aktuell jetzt erstmal nicht so aus. Wir haben aber noch keine Route gelegt. Das ist der nächste Punkt. Das machen wir jetzt erstmal. Das machen wir jetzt erstmal, würde ich sagen. Und zwar hier hin. So. Signalmäßig ist alles richtig. Kommt uns jetzt irgendwie ein Zug entgegen? Das möchte ich gerne wissen. Nicht, dass das gleiche wieder passiert. Den entferne ich nämlich dann direkt. Nein, es ist aktuell kein Zug zu sehen. Ich möchte wissen, wo die Quietschi gerade herkam. Die kann es ja wohl kaum sein. Wie soll die so schnell runterkommen? Oder war die das? Nein. Nein, die fährt da, die kann nicht mehr runter. Auf keinen Fall. Dann würde ich sagen, let's go. Versuchen wir es nochmal. Maschine aus. Ja, die muss ja wie von Geisterhunter gewesen sein. Gibt's doch gar nicht. Das müssen wir gleich irgendwie. Jetzt können wir uns befreien. So, wir haben keine Beeinflussung. So. Ist da jetzt irgendwie ein Zug zu sehen? Nein, aktuell ist nichts zu sehen auf unserer Route. Gar nichts. Der kann ja nicht auf einmal da irgendwie herkommen. Da kommt was. Weißt du was? Die entfernen wir ganz schnell. Das ist mir jetzt zu heiß. Die entfernen wir ganz schnell. Weil ich wette, die war das, die uns dann hier irgendwie entgegenkam. Das Spiel machen wir nicht nochmal mit.
Die war das garantiert, aber ich verstehe immer noch nicht, warum wir dann kein Rot haben. Oder die zumindest. Warum fuhr die auf uns zu? Das ist doch normalerweise beim TSW ausgeschlossen. Aber ja, wie gesagt, bei diesem Spiel ist alles möglich. Das haben wir jetzt auch schon wieder gemerkt. Weil in diesem Streckenmonitor wird uns überhaupt nichts angezeigt. Fällt mir gerade mal so auf. Jetzt! Jetzt! Also ist irgendwie schon ein bisschen komisch gewesen gerade. Aber ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, warum das so war. So, auf jeden Fall scheint das jetzt erstmal hoffentlich zu klappen. Ach du Scheiße, fahren hier ohne Spitzensignal, das geht ja gar nicht. So, sieht doch schon ganz anders aus. Aber können wir schon noch normal machen, so. So, Das ist unser Ziel. Gleich rot. Alles ein bisschen strange. Da wird das wohl sein. Ganz für diesen Signalen hier. Ja gut, wir können den ja auch hier abstellen. Wenn wir da jetzt kein Grün kriegen sollten, dann stellen wir den einfach hier ab und fertig. Machen da jetzt kein großes Segment, weil wir müssen die beiden Dieselschwestern ja noch aus dem Bahnhof holen. Ein bisschen müssen wir schon noch. Ja, hier haben wir rot. Das sind die beiden da an der Signalbrücke. Da hinten. Weil wir haben nämlich hier ein bisschen sonst. Ja, wobei wir stehen gerade. Das ist jetzt nicht das große Problem. Wir stehen gerade. Können eigentlich. Na, wir fahren noch ein Stück. Vielleicht kriegen wir auch noch grün, obwohl. Ich weiß nicht, wie weit ist das Ziel weg? Nee, doppelrot. Wir kommen da gar nicht rein. Ah, ich habe die. Das war. Jetzt weiß ich auch warum. Wir kommen da gar nicht hin, wo ich. Na gut, dann stellen wir ihn hier ab. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir jetzt davor rot. Was ist das für ein. Das ist noch kein Signal für uns, das ist da hinten rot. Wir können ruhig noch ein Stück fahren, wir haben noch über 265 Meter. So, hier ist auf jeden Fall. So, mal unter 25 bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz clever. Aber das mit der Quietschi gerade, also das war. Da komme ich immer noch nicht so ganz drüber weg, muss ich ehrlich sagen. So, dann können wir den auch eigentlich auch gut abstellen. Ich glaube nicht, dass wir hier groß im Weg stehen. Ich denke, das passt wohl. Hoffe ich zumindest. So, würde sagen, dann koppeln wir bzw. rüsten wir hier die ganze Lok ab. AFD
So. Zack. 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 Batterie müssen wir noch ausmachen. So, das passt soweit. So, Sand brauchen wir ja nur nicht. Genau, das machen wir auf 0. Federspeicherbremse anlegen. Genau. Ach so, müssen wir dazu noch auf neutral sein, dass wir die anlegen können. Das kann natürlich sein. Versuchen wir das mal. Leuchtmelder prüfen. Okay, die ist angezogen. Batterie. Batterie geht auf aus. Genau, damit er nämlich jetzt ist er komplett abgerüstet. Warum geht das nicht aus? Weiß ich vielleicht. Achso, das ist Kamera, ist ja kein Display, genau. Ja, dann sind wir soweit durch, glaube ich, hier. Können machen das hier noch runter. So. Genau. Dann steigen wir hier mal aus. Essen diese Seite. Genau, weil hier nicht überfahren werden. So. Ist hier noch was an? Nö. Dann sind wir hier durch soweit. Dann können wir jetzt zum Bahnhof die 218 da rausholen. Die lassen wir erstmal hier stehen soweit. Genau. Dann würde ich sagen. BW München Hauptbahnhof? Nein, ich will nicht zum BWE. Ich will zum Hauptbahnhof. Zack. Ich liebe diese Funktion. So, dann müssen wir unsere beiden Schwestern hier noch rausholen. Die da hinten noch stehen, an Gleis 25. Moment, wo laufen wir denn mit? Ein bisschen in diese Richtung. Ich würde schon sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Müssen unsere Schwestern da noch rausholen. So, und ich veröffentliche in diesem Moment das Video mit dem Quietschi, mit der Quietschi auf demselben Gleis. Ich wünsche mal gesegnetes und ich wünsche mal ein wirklich ein ordentliches Feedback dazu. Weil das möchte ich auf jeden Fall mal wissen, was da irgendwie, was da schiefgelaufen ist. So, da stehen unsere beiden Schwestern. Entschuldigung, aber das musste sein. So. So, als allererstes machen wir mal Spitzensignale. Natürlich, wir müssen natürlich. Geht das so oder müssen wir wirklich die hintere nehmen? Es kann sein, dass wir die hintere nehmen müssen. Ich habe den jetzt angeschmissen. Soll eigentlich die vordere hier sein.
Hört sich aber eher an wie die hintere. So, natürlich stehen natürlich falsch rum, aber das ist jetzt, naja, ist halt so. Wir müssen doch die hintere nehmen anscheinend. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. So, jetzt machen wir erstmal beide aus. Erstmal die vordere an. Es läuft, springt die gleich an, genau. Wunderbar. So, Hecklichter. Aber wir haben immer noch rot, das passt mir irgendwie nicht. Wir müssen noch eine Route legen, das ist auch noch Route entfernen. Route setzen. So, dann versuchen wir es einfach mal. Es bleibt bei Rot, das ist doch, das ist wirklich schade. Soll gleich nochmal schauen, warum. Was ist denn da im Weg? Gar nichts. Warum haben wir denn dann rot? Das ist doch schon wieder scheiße. Mann, Mann, Mann. Immer diese roten Signale. Das nervt einfach. Das nervt einfach nur.
Es bleibt bei Rot. Warum auch immer. Das ist doch eine Scheiße. Sorry, es ist so. Na gut, wenn das jetzt nicht klappt, dann entferne ich die beiden einfach. Dann. Weil hier tut sich gar nichts. Hier ist überhaupt nichts, was uns irgendwie auffällen könnte. Naja. Dann machen wir es anders. Ist der Zug jetzt entfernt? Was soll ich sonst tun? Ja, wie gesagt, das war unsere kleine Geschichte, unsere kleine Reise mit dem Interregio-Sonderzug, einschließlich ins BW zurückfahren mit einem kleinen Zwischenfall. Ja, was soll man da sagen? Ihr könnt ja gerne noch überlegen, was wir noch so machen können. Was euch da noch so einfällt. Ich bin für Ideen offen. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Meinetwegen auch noch mit dem Interregio-Sonderzug, dass wir da irgendwie noch was mitmachen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag, ein wunderschönes Wochenende. Beziehungsweise eine wunderschöne Restwoche. Wochenende ist ja noch weit, Gott sei Dank. Für mich, Gott sei Dank, weil es meine letzte Urlaubswoche, aber das nur so am Rande. Schreibt gerne Feedback zu dem Video mit der Quietschi auf demselben Gleis. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Euer Dedenich Peters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.